So, hallo zusammen, ich bin euer Dragon Rider. Ich möchte euch hier kurz begrüßen vom Jura. Und zwar für euch kurz schnell zu zeigen, was ich alles habe bei mir Tenere 700 angebracht, was für schöne Sachen da alles dran sind. So, das hier ist meine Tenere 700, wie sie aktuell aussieht. Zuerst mal schnell den wunderschönen Ausblick genießen hier. Absolut wahnsinnig, oder? Hat sich gelohnt, aufzufahren durch den Nebel im Winter, im Januar. Also, kommen wir mal drauf, was ich alles montiert habe. Ich habe das sogenannte Explorer Pack montiert. Das besteht aus den Engine Guards hier, also den Sturzbügeln. Das besteht aus dem Seitenkoffer, aus Aluminium, am ganzen Gepäckrack natürlich. Es ist ein Hauptständer dabei, den ihr könnt montieren könnt, also besser könnt die Kette schmieren und Wartungsarbeiten machen und so weiter. Plus es wären noch andere Skidplate dabei, die ich jetzt nicht montiert habe, weil ja, für die normale Straße finde ich die ausreichend und die gefällt mir besser. Und es wäre auch noch eine zusätzliche Abdeckung hier dabei, die man brauchen kann, für noch mehr Gepäck mitzunehmen. Dann natürlich auch Originalzubehör von Yamaha, die Grip Pads hier für auf der Seite, dass man noch ein bisschen mehr besseren Kontakt zum Töff hat. Wir haben hier noch dran Handguards von Chivi, also so Handwärmer kann man sagen. Super für im Winter zu fahren. Eine GPS-Halterung auch von Chivi für das TomTom. Noch nicht ausprobiert, ich hoffe, das funktioniert so. Und was ihr hier nicht gut seht, jetzt Heizgriffe auch von Yamaha noch zusätzlich, ja, wo man halt ein wenig schöner warm behaltet nachher. Dann last but not least habe ich im Moment noch etwas anderes dran, und zwar hier der Chain Guard, schön aus Aluminium mit dem Tenere 700 Logo drauf. Das ist nicht das letzte, was ich machen werde. Es werden noch hinzukommen. Sicher eine andere Windschutzscheibe, die noch ein bisschen mehr Windschutz bietet, ein bisschen mehr Wetterschutz bietet. Auch eine von Chivi, die ist aber noch nicht draußen. Ja, und noch diverse andere Sachen werden sicher auch noch dazukommen. Das ganze Zubehör gibt es bei Yamaha selber, also beim Yamaha-Vertreter. Jetzt der Explorer-Kit oder das Explorer-Pack kostet ohne Montage 1900 Franken. Finde ich einen fairen Preis für das, was dabei ist. Ja, und schöne Sache. So, weil wir hier schon sind, möchte ich euch ein bisschen über meine Pläne erzählen, was Enduro-Fahren anbelangt oder was Adventure-Fahren anbelangt. Also ich habe mir den TÜV ja nicht ohne Grund gekauft. Gut, ein Grund ist sicher, dass ich einen tourenfähigen TÜV habe, wo man lange Distanzen easy überwinden kann. Ich möchte aber auch mehr in das Offroad-Fahren hineinkommen. Das so ein bisschen lernen. Jetzt habe ich sicher die Kamera voll verdreht. Genau, sorry. Ich glaube wieder gut. Genau, das ist eine von meinen Zielen, dass ich mit dem TÜV hier lernen Offroad fahren. Und da muss sehr viel passieren noch bei mir, weil ich habe überhaupt keine Erfahrung. Und let's say, ich bin auch recht in Pfeife mit dem Ganzen eigentlich. Also das Thema ist bei mir sehr unberührt bis jetzt. Aber ich habe vor, das zu ändern, und ich glaube, etwas Besseres als ein Tenere 700 hätte ich mir nicht können holen für das. Fahrt sich super easy, ist wirklich schön zum Fahren, gibt viel Vertrauen. Funktioniert auf der Straße zumindest schon mal super. Auch wenn wir hier jetzt natürlich schwierige Verhältnisse haben, weil man nicht weiss, wo also es jetzt gefroren ist oder nicht. Es ist ja Winter. Und ja, man darf da nie zu optimistisch sein damit. Selbst wenn es ein Adventure-Dörf ist, der für solche Sachen eigentlich gebaut ist. Jetzt muss ich überlegen, wo ich am besten durchfahre. Ich glaube, ich gehe den Weg zurück, den ich bekomme. Ist zwar langweilig, aber ja. Okay, gut. Mehr braucht es nicht.
Schon nicht, ist keine Rennmaschine natürlich, aber absolut ausreichend. Da hier muss man ein aufpassen, mache ich sonst nicht gerne schneiden, aber es kommt nichts entgegen und es hat hier am Rand bei den Bäumen ein klein Rückstand von Eis und Schnee, das will ich nicht riskieren, also da drüber fahren. Generell würde ich sagen, das ist jetzt nicht die Zeit, wo man unbedingt auf dem TÜV sein sollte, aber ich habe Ferien und ich konnte es einfach nicht sein lassen. Ich habe gedacht, ich suche nach der Sonne ein bisschen. Und ganz ehrlich, die erste halbe Stunde, die ich gefahren habe, hatte ich so das Gefühl, ja, keine Chance, kannst vergessen. Es war so grusig, neblig überall. Und nachher findet man es dann gleich noch. Und zwar wieder mal hier im Jura. Und für all die, ich glaube, die meisten, die Adventure Bikes haben, kennen das schon. Die wissen schon, wie gut das es ist, im Jura zu fahren. Aber ich kann es nur noch mal sagen, es ist wie absolut Geheimtipp zum TÜV fahren. Egal ob jetzt in dieser Saison oder kurz vor Saisonbeginn, sagen wir mal, oder in der Vollsaison, weil es hat einfach immer ein bisschen weniger Verkehr. Ihr habt hier so viele Backroads, wo ihr könnt fahren könnt, wo ihr einfach noch ein bisschen könnt etwas entdecken könnt. Und es ist wirklich einfach schön hier, ganz ehrlich. Ganz eine tolle Gegend, auch wenn es viele Leute gar nicht so glauben oder nicht wissen. Schauen wir mal links. Ja, ganz gediegen, was man hier erleben kann. Und ja, wie gerufen, vorher, als ich hier bin, hochgefahren bin, sind wir noch im Nebel gewesen. Jetzt schon am aufhellen. Ganz toll. Also schön für euch, gutes Wetter für den Cold. Muss man also nicht für Wui oder für sein. Jetzt seht ihr, jetzt kommt die Sonne noch ein bisschen vorne. Hammer! Ja, das hier ist so eine Gegend, die man nicht so kennt wahrscheinlich als TÜV-Fahrer. Ist aber, ja gut, die Leute, die hier aus der Gegend kommen oder Baselland, kennen es sicher gut. Leider natürlich jetzt Winter, hier wäre wirklich, wirklich schön zum Fahren. Ich bin über Herkingen bin ich Richtung Langenbrück raufgefahren. Und nachher geht man da so Richtung Basel. Und dann kommt man hier die wunderschöne Straße an. Es ist doch einfach wirklich sehr gediegen. Und ich bin hier schon mal durch mit meiner XSR. Ende 2019, irgendwann ist im Oktober oder so. Und es ist wirklich hat hier ganz schöne Strecken, die man auch kann, wo wenig Verkehr haben, wo man auch sportlich unterwegs sein kann. Auch wenn es jetzt hier vielleicht nicht die optimale Zeit ist dafür. Zu meiner Ausrüstung könnte ich noch etwas sagen. Ihr habt es vielleicht vorhin gesehen. Das ist das X Montevideo Kombi. Also, es ist so eine Textiljacke, die wirklich speziell auf Adventure, auf Touring ausgelegt ist. Die ist eigentlich vor allem dadurch so gut für das geeignet, weil man wahnsinnig viele Optionen hat, zu durchlüften und so. Also es ist, wenn ihr von relativ kühlem Wetter wie jetzt bis zum heißen Wetter habt ihr so viele Möglichkeiten, die Lüftung anzupassen, so, also es einfach immer irgendwie passt. Und das ist schon sehr, es hat sehr viele gescheite Details drin, wie eine Kapuze, die ihr könnt aufziehen und noch runter. Abschnallen und so weiter. So Sachen, die halt wirklich einfach das Fahren nachher nochmal ein bisschen angenehmer machen. Wirklich eine sehr gescheite Sache, die hier die Leute von X haben designt. Übrigens ein Produkt, das auch in der Schweiz designt wurde, nicht in der Schweiz hergestellt, aber designt. Und die haben ja den Red Dot Award gewonnen mit dem Anzug eigentlich für das Produktdesign. Also, ich bin jetzt nicht der Einzige, der davon überzeugt ist. Wirklich, ich habe es jetzt erst das zweite Mal an, aber ich bin absolut begeistert. Ich habe bei der Jacke innen drin noch so einen Thermoliner drin, der wahnsinnig angenehm ist, atmungsaktiv und schön warm gibt. Und bei der Hose habe ich jetzt einfach mal Thermo-Unterwäsche drunter, die von mir aus gesehen noch nicht genug warm ist. Also, wenn ihr jetzt dort noch, da gäbe es so einen Liner, den ihr könnt kaufen von X selber, den ihr könnt reintun, also so, ich glaube so Softshell-Hosen.
Die habe ich noch nicht ausprobieren, aber die wird ich mir wahrscheinlich auch noch kaufen, weil es einfach das Ganze noch mal ein bisschen angenehmer macht, höchstwahrscheinlich. Ich sehe jetzt hier fahren sehr gediegen, weil ich nicht weiss, wie viel Grip das ich habe. Aber das ist eine schöne Strecke hier. Ich glaube, da muss ich mich nicht runterheizen, für dass ihr das kapiert. Tenere ist schön an dieser Tenere ist auch, ihr könntet sportlicher fahren damit, aber es ist schon schön, einfach dahin zu cruisen. Absolut. Braucht nicht immer das Racen zu sein, für das man Spass hat. Sie schauen, wo ich durchfahre. Genau, ich habe euch noch gar nicht so über meine Pläne anfangen zu erzählen, was ich bezüglich Adventure-Fahren alles so möchte machen. Etwas davon ist sicher mal ein Grundkurs in dem Enduro Fun Park, was leider nur noch dieses Jahr gibt, weil ich nachher muss schliessen wegen der Behörden. Wieder mal so einen schönen Schweizer Fall. Genau, in dem Enduro Fun Park kann man eigentlich Trainings machen, für Einsteiger bis Fortgeschrittene gehen und mal ein bisschen in das ganze Fach einsteigen. Das ist sicher etwas, was ich machen will. Und dann vielleicht sogar mal in den Offroad Park in Deutschland, in Hechlingen. Das ist so ein BMW Offroad Park. Da könnt ihr entweder mit dem eigenen TÜV hergehen oder einen mieten. Das ist sicher auch noch etwas Spannendes. So Sachen, die ich mal machen möchte, für meine Fähigkeiten ein bisschen zu schärfen. Ich kann diverse, also ich habe keine Erfahrung im Offroad fahren. Ich möchte das schärfen, ich möchte vielleicht auch mal auf so eine Tour mit dem Tenere Owners Club Schweiz mitgehen. Und darum ist das sicher eines meiner Ziele für 2020, dass ich da einfach besser werde damit. Ich muss schnell konzentrieren, wo wir sind. Ja, und ich denke, was auch sehr cool ist an diesem TÜV hier, an dieser Tenere, das ist so eine. Das ist wirklich so eine Maschine, die für den Alltag gut geeignet ist. Also ihr könnt mit dem, egal in welchem Wetterverhältnis oder was auch immer, könnt ihr unterwegs sein. Und ich glaube, mit dem TÜV kann man wirklich einfach Spass haben das ganze Jahr. Und das ist auch einer von den Gründen, warum ich diese Tenere haben wollte. Und ich hatte immer ein kleines Problem mit der XSR 900. Das ist so wahnsinnig bequem zum Fahren und so sportlich und schnell und alles. Es ist wirklich top, aber es ist einfach, wenn ihr nicht 10 Grad aufwärts habt, macht es einfach nicht Spass, ganz ehrlich. Es ist einfach, dort habt ihr nachher kalt, ihr friert nach der Arsch ab, weil ihr keinen Windschutz von vorne habt. Also, und dann ist es einfach schon nicht unbedingt das höchste der Gefühle. Und das ist hier natürlich ganz anders. Das ist hier ganz anders. Es ist wirklich eine Maschine, die einladet dafür, auch jetzt zu fahren, auch bei Wetter, das unter 10 Grad ist. Jetzt ist es wahrscheinlich hier etwa 5-6 Grad. Bei wunderschönem Wetter. Ganz geil. Das ist einfach auch etwas, was fängt. Der Windschutz ist wirklich erstaunlich gut. Auch wenn natürlich der Kopf ein bisschen im Wind steht, das gehört er wahrscheinlich auch von den Turbulenzen, die man hat getroffen. Aber insgesamt ist es einfach wirklich etwas sehr Spassiges, etwas sehr Gutes, wirklich absolut. Es verhält. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, ist wirklich eine tolle Maschine. Relativ ökonomisch. Erstaunlicherweise ist jetzt der Verbrauch bei mir höher bei diesem TÜV als bei XSR 900. Aber das liegt sicher auch daran, dass man hier halt ein bisschen hochtouriger fahren muss manchmal. Oder vielleicht auch im kalten Wetter. Das hat ja immer so ein bisschen Einfluss. Aber ja, nicht schlimm. Ich meine, wir sind jetzt im Schnitt bei 4,5 Liter, was absolut in Ordnung geht. Ja, ich hoffe, ich habe einen Eindruck mitgegeben. Ich würde euch gerne mehr von diesen Strecken hier zeigen und die auch ein bisschen sportlicher durchqueren. Aber hey, die Saison hat eigentlich noch nicht angefangen. Es ist der 3. Januar 2020 und
Ja, für dass die Saison gar noch nicht angefangen hat, genieße ich das schon extrem, wieder auf dem Bike zu hocken. Und ich hoffe, ihr freut euch auch so fest auf die Saison wie ich. Ich hoffe, ihr seid auch dieses Jahr wieder dabei, wenn ich meine Vlogs mache, auch wenn es mal etwas anderes ist, auch wenn es mal etwas von einem Enduro Fun Park oder so ist. Und ja, ich freue mich darauf, auch dieses Jahr wieder ganz viele coole Leute lernen kennen und mit denen auf Rideouts zu gehen und so weiter. 2019 war schon der Hammer, aber das kann jetzt nur noch besser werden. Mit dem Bike, mit den anderen Bikes, die ich habe. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch ein super tolles, gutes neues Jahr. Und freue mich auf die gemeinsame Zeit. Merci vielmals für zuzuhören. Und bis gleich. Ciao zusammen, euer Dragon Rider.